Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Und Leute, passt mal auf, ganz ehrlich, ich habe mein Savegame geladen und habe hier so gestanden, ja, genau in dieser Position. Und dachte mir so, oh, ich stehe in Gostovia. Aber es ist nicht Gostovia, es ist ja bei uns. Ich finde, es ist mittlerweile richtig schön geworden, wenn man überlegt, dass wir später dann noch so ein paar Zäune hier hin machen und so, dann wird es echt, glaube ich, was werden. So, wir müssten mal gucken, dass wir unser Lager aufwerten und... Wow. Ich werde mit dem Schwert angegriffen. Mit dem kleinen Holzschwert. Ja, hast direkt weggesteckt, gell? War so ein Knobi-Röpser weggewedelt. Wie war das in der einen Serie bei Californication? Hat er gesagt, es riecht nach Mundgulli. Guck, das Kind schnuppert so mit den Nasenlöchern. Und jetzt wedelt es nicht weg, sondern ran. Jetzt ist Ingrida noch gekommen. Ich darf nicht so viel mit den Kindern hier abhängen. So. Ich habe ja gesagt gehabt, wir brauchen, ich möchte auf jeden Fall ein Pferd, ich möchte auf jeden Fall dann einen Hirten, einen Tierschützer. Ich will einen Tierschützer haben, der muss hier für die Rechte der Tiere sorgen, dass die Gänse und alles hier, dass die alle wohl behütet sind. Schaut mal, wir haben, die ist mittlerweile mit dem Zaun, das ist schon geil, gell? Der passt doch wirklich drauf, hey Adalbert, grüß dich. Der passt wirklich gut drauf auf. Ja, die kleinen Zwitscherlinge. Ach, guck mal, hier ist so ein kleiner Zwitscher. Zwitscherküken. Hallo. Es hat schon, glaube ich, geholfen, dass ich... Oh, wenn ich die gerade sehe. Komischerweise hat er einen Speer, aber ich glaube, ich... Ich glaube, seit ein paar Folgen haben wir es verpasst, Fishing Spears zu bauen. Was sind wir denn? Wir sind am dritten Tag. Warte mal. Dritter Tag, Sommer. So, das würde bedeuten, wir wollten doch den, jetzt war das ist nur die Frage, wo war das? Es kann ja nur in Borovo oder in Gostovia war es nicht gewesen. In Borovo, in Borovo oder in Baranica war doch dieser richtig gute Mann, der, also hier unten kann es nicht gewesen sein, weil Quests haben wir keine offen. Das heißt, da unten waren wir nicht gewesen, sonst hätten wir die Quests angenommen und nach hier sind wir in letzter Zeit auch nicht gegangen. Wobei, warte, das könnte Denica gewesen sein. Wir waren, glaube ich, in Denica letztens auch. Ja, ich glaube, in Denica ist die gute Person. Die gute Person. So, passt mal auf, dann halten wir uns jetzt ran. Wir brauchen ja für diesen Tierhirten, brauchen wir ja ein Haus. Jetzt haben wir nicht schauen können, wo denn Platz für dieses gute, schöne Bauwerk ist. Und hier haben wir mit dem Hang, das geht halt nicht. Da können wir keine Häuser hinbauen, ja. Wumm, Hammerje. Wir gucken nochmal nach. Ja, hier ist unsere Bären. Guck mal, hier oben wird es bestimmt gehen. Hier kommen so viel schräg ist hier gar nicht. Hä? Okay. Man kann halt nirgendwo bauen. Das, oh, warte mal doch hier. Ah, das ist zu hoch. Da. Hier geht es nicht. Schade. Wie ist es hier oben? Sind die Baumstümpfe vielleicht im Weg auch? Kann das sein, dass die... Was gut wäre, wenn einem das Hindernis angezeigt werden würde. Wie sieht es denn hier unten neben dem Haus aus? Hört mal, eigentlich müsste es gehen. Oder? Weil das ist recht eben. Der Boden ist, wie man sehen kann. Auf jeden Fall... Oh, hier, so wäre es gut. Aber wir hängen im Dach oben drin von dem anderen Haus, deswegen... Und jetzt hängen wir an dem Baum drin. Okay, pass mal auf. Wie ist denn das, wenn dieser Ahorn weichen wird? Ah, mit dem können wir es auch mal ausprobieren, ob die Baumstümpfe... Oh, Krach aufs Haus oben drauf und was Gutes machen wollen und düdüm, nach hinten losgegangen. So, passt mal auf, wir sammeln mal auch ganze Mumpitz vom Boden weg. Aha, aha, aha. Kennt ihr das noch? Und was haben die da weitergesungen gehabt? Sie liebt mich nicht, ich lieb sie nicht. Aha. Das war... Nein, wenn ihr jetzt sagt, Boogie, ja, ja, das war deine Zeit damals und so. Nein, war es natürlich nicht. Ich habe als... Da war ich vielleicht ein Kind. Ja, okay, meinetwegen. Aber sowas habe ich als Kind nicht gehört. Muss ich euch enttäuschen. So, breitwegerisch? Nein. Okay, sieht alles recht gut aus. Das Tollkirschli nehmen wir auch noch mit. Das Stöckli auch.
und das Steini. So, jetzt passt es doch ganz gut, oder? Gut, den hätten wir auch so sehen können, aber mein alles scannender Blick. Aber der war aber getarnt. Vor allem, hier, wie holst du den Ast da raus, wenn der dazwischen steckt? Der muss den jetzt abbrechen. Und ich bin so ein Spezialist, wenn ich sowas mache. Ich breche mir dann irgendwie auch so einen Finger oder irgendwas mit ab. Ich kenne mich doch. So. Dobrovoja. Wer sind da? Gut, ich gucke nicht nach. Es interessiert mich nicht. Die Leute sind ja frei. Die dürfen hier laufen, wie sie wollen. Also schaut mal. Das geht trotzdem nicht. Okay. Baumstümpfli vielleicht. Das ist jetzt einfach mal für uns ein Erfahrungswert. Der wächst jetzt zwar nicht mehr nach hier. Aber wie schaut es jetzt aus? Pass mal auf, mach mal die Schaufel weg, Alter. Mach die Schaufel weg! Nee, Armbrust brauchen wir ja auch nicht im Dorf. Draußen geht wieder Highlife, Party ab. Ab geht die Party und die Party geht ab. Oh, oh, oh! Jo, Leute, es geht, es geht! Es hängt mit dem Baumstumpf zusammen. So, passt mal auf. Jetzt könnten wir hingehen und das Haus auf die gleiche Höhe. Wäre nicht schlecht, kriegen wir das auch irgendwie hin, dass die Treppe nach vorne ist. So, da hinten ist jetzt schon... Das ist die Oh, warte mal. Wie war es denn eben? Wow, so wäre geil. Gut, wir können das so schräg machen. Das wird alles gehen. Und wir können das Dach halt... Gut, das ist da ein bisschen schräg, weil die ganze Hütte anscheinend schräg steht. Kann das sein? Aber hier, so wird es gehen. Da ist der Eingang halt so blöd. Aber wie ist denn das? Warte mal, ich bin gerade ein bisschen überladen. Lasst mich mal die Steine zumindest droppen. Ich glaube genau, das sind 35 Kilo. Dann sind wir wieder in voller Bewegungsfreiheit. Bams. So, jetzt geht's ab. Achtung. Erhalten, nee, ich wollte erst was gucken. Ach, guck mal. Es ist ja so, dass dieses Haus hier nebendran so ein bisschen schräg steht. Das ist quasi wie so ein äußerer Ring. Wollen wir, es ist jetzt die Frage, wollen wir das so, dass diese Häuser sich, wisst ihr, was ich meine? Guck mal, das geht ja von hier so und biegt sich hier so weiter. Da könnte man hingehen und könnte das dann hier so weiterlaufen lassen. Dann stößt es aber irgendwann gegen diese Häuser. Ich würde fast sagen, dass wir es... Oh, guck mal, vielleicht geht es sogar hier hin. Dass wir es hier so gerade hinten gegen diese Wand stellen. Das geht nicht, da ist rechts neben der Hang zu wieder hoch. Ich hätte es ganz gern so mit der Tür nach vorne. Ey, warum geht's denn jetzt nicht mehr? Eben ging das doch noch. Das täuscht immer mit dem linken Haus, da, ja? So, pass mal auf, wenn wir es jetzt so drehen. Jetzt ein bisschen nach hinten. So wird es gehen. Oh, so ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, oder? Dann ist die... Ich hätte halt ganz gerne, was ein bisschen blöd ist, kann ich... Was ist denn, wenn ich die Eingangstür auf die rechte Seite mache? Dreht sich dann die Treppe dahin? Noch ein bisschen nach hinten. Guck mal, das geht sogar. So, warte mal. So, wenn wir es so hinmachen. Weil hier hinten dran, ich sag mal, das ist eine tote Ecke, die brauchen wir sowieso nicht, ja. So wäre es doch okay, oder? Dann sind die Häuser so versetzt, dann können wir hier so einen Gehweg vorne dran machen. Da hätten die so kleine Gärten vorne dran. So, und jetzt ist die Frage, wenn ich mit dem Bauhammer hingehe und sag hier, ich möchte hier eine Tür haben. Das Gebäude hat bereits eine Tür. Na, Spiel, erzähl mir nicht, dass wir hier eine Tür hätten. Aha. So. Ja, geil. Das ist richtig cool. So können wir das machen. Das ist geil, weil da können wir von da aus machen, da kommt man hier lang und kann von hier aus so rein. Das ist mir lieber, als dass es von da oben. Das ist perfekt so. Da haben wir hier so einen schmalen Durchgang neben. Ist okay, oder? Sag mal, was haben wir denn hier innen drin? Fenster nach rechts haben wir nicht. Wir haben ein Fenster nach hier vorne, das ist okay. Wir haben ein Fenster, was über die Palisade hinausragt. Das ist richtig schön, da kann man rausgucken. Was ganz cool wäre, wenn wir noch ein... Die Häuser haben halt immer nur zwei Fenster, oder? Eins da, wie ist denn das hier? Eins nach hinten. Eins nach vorne, eins nach hinten. Okay, nach vorne macht Sinn, weil dann ist sowieso die Sicht nicht versperrt. Und nach hier rechts... Könnten wir, pass auf, wenn ich so durchgucke, geht das?
Fenster hier raus wäre auch ganz cool, oder? Aber das Problem ist, hier ist ja die... Nee, hier ist nicht die Feuerstelle. Die Feuerstelle wäre dann hier. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir lassen es mit den Fenstern so, oder? Nach vorne unbedingt, dass man so gucken kann, ey, wir klopfen da. Vor allem, man sieht schön, wer hier die Treppe hochkommt und so. So machen wir das. Steinwände. Klang, klang. Klang, klang. Jetzt nur die Frage, Fenster rechts oder links? Ist es okay hier? Es ist auch ganz schön, so hier rauszuschauen, oder? Oder macht das mehr Sinn, dass das Fenster hier ist? Da kann man so ein bisschen über Eck schauen. Weil das auch schön geht. Aber warte mal. Wir können es ja mal testen. Fenster kostet ja erstmal nichts. Was ist denn schöner für die Leute rauszugucken? Hier hat man halt so ein ganzes Panorama zum Rausgucken. Und hier sieht man ein bisschen weniger, gell? Weil man kann das zwar so rüber gucken und hat aber hier so diese Ecke. Ich finde, so ist es eigentlich schöner, gell? Machen wir eine Wand draus. Flechtwand, du bist auch eine Flechtwand. Hier wird alles aus Stein sein. Hier oben ist innerhalb des Ortes alles aus Stein, außer die Fischerhütte und die Holzfällerhütte. Da haben wir gesagt gehabt, da machen wir das nicht, gell? So Steinwand, 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 Stein, Stein, Stein. Hier oben fehlt noch. So, und jetzt ein richtiges, jojo, Dachschindeln. Auf jeden Fall. Jo, und dann können wir noch die Person anheuern. Das kriegen wir jetzt noch hin. So, 8 Stämme haben wir einstecken. Ach, passt auf, warte mal. 1, 2, 3, 4. Da brauchen wir eh Stein. Das ist cool, das können wir jetzt oben direkt schon mal drauf machen. 12, 24, 28 Bretter. Warte mal, wir nehmen gerade die Steine. Spiel, willst du mich verarschen? Ich hab doch Steine da. Warte mal. Ich meine, hier kann man es mal testen. Ist die Konstruktion stabil genug oder kracht unten drunter das ein? Das wäre krass, wenn das auch noch berücksichtigt werden müsste. Nee, wir bauen das jetzt hier. Wir bauen das jetzt soweit fertig, wie wir einstecken haben. Oh, wir haben auch Durst. Jo, Bauhütte freigeschaltet, Bauhütte freigeschaltet. La, 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 la. Oh, direkte Krick. Jetzt ist die Frage, was hat da gerade geknackt? War es unser Knöchel oder war es der Bauhammer? Die Frage ist rhetorisch gemeint, denn ich weiß natürlich, dass es der Knöchel war. Ich weiß natürlich, dass es der Knöchel war. So, also wir brauchen 24. Es muss fertig werden auf jeden Fall, bevor wir anheuern. Uhr. Oh, 15, 30, jojo. Was haben wir gesagt gehabt? 12, 24, 48 Bretter. Warte mal, wir gucken. Gewicht ist immer noch voll, das Ding immer. 48 Bretter. Da sind wir selber mit Bewegung nichts mehr so groß. Da sind wir selber mit Bewegung nichts mehr so groß. Ich muss einfach so ein bisschen reden. Ah, halt. Ich brauche Bauhammer. Ohne Bauhammer, das Dach wird immer klammer. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viele Holzhämmer verkaufen. Oh, seht ihr? Wir haben nur noch... Da waren eigentlich vorher 8, 9 Stück auf Lager gewesen von... Holzhammer, wo bist du? Komm in die Hand und gib endlich Ruhe. Ich wollte gerade rennen. Mein Finger ist auf der Shift-Taste. Und wisst ihr, was das Geile an dieser... Boah, Leute, wir machen das so, genau. Ich habe die Idee. Wisst ihr, warum wir die Bauhütte brauchen? Mhm. Nein, wisst ihr nicht? Ich weiß es. Wir brauchen die Bauhütte aus dem einfachen Grund, weil wenn wir die Bauhütte haben und jemanden haben, der Hütten für uns repariert, dann spart es uns den Weg hoch zur Mine. Weil ansonsten müssten wir immer mal... Ich glaube, da oben die Gebäude an der Mine, die hat schon ganz schön gebeutelt. Da müssten wir echt mal vorbeigehen, weil ich weiß es gar nicht, was passiert denn, wenn die Zerstörung zu groß ist? Geht das Haus dann ganz kaputt und kann nicht mehr arbeiten oder kann es nicht mehr effektiv arbeiten? Werden die Leute unzufrieden oder so? Kann mir da einiges vorstellen. So, deswegen schnell die Bude hier zusammenbauen. So, pass mal auf. Was brauchen wir denn? Ein Holzstamm, zwei Holzstämme, drei Holzstämme, 5, 6, 7, 9. 9 Holzstämme. Und warum? Wir haben sogar. Hä? Achso, ich dachte gerade, wieso haben wir denn jetzt noch Steine über? Das ist, weil die kaputt gegangen waren. Kaputt gegangen, weil uns der Hammer kaputt gegangen ist. Okay, was brauchen wir jetzt an Steinen? 2, 10, 16, 24, 31, 31 Steine.
31 Steine. 31 Steine sind hoffentlich da. Oh, sieht doch gut aus, ganz wunderbar. 31 sind doch echt nett. Schick den Onkel Boogie bald ins Bett. Wir brauchen auch noch Stämme ebenfalls. 8 Stück, dann kommen sie uns raus aus dem Hals. Ich nehme lieber 9, falls der Bauhammer kaputt geht und wir nicht mehr bauen können, dann ist alles zu spät. Nicht schlecht, oder? Sag mal ganz ehrlich, was sagt ihr dazu? Sind das richtige Kunst, die ihr gerade hier vom Bogi gehört habt? Guck mal jetzt, babam, dadam, dam, dam. Klopsi rein die Steine, wir machen das ganz feine. Wenn die Hütte fertig wird und endlich einer hier im Haus studiert. Oh nein. Oh doch, ja. Haben wir jetzt noch einen übrig oder hatte ich mich verzählt? Was ist da passiert? So. Das heißt aber. So, pass auf, wir müssen jetzt jemanden holen. Also, Haus ist fertig, ja, sehr schön, sehr schön. Die Wände verputzen und so weiter. Wir machen jetzt folgendes. Ja, ist jetzt die Frage: Sollen wir drauf bauen, dass wir in Borovo und Gostovia jemanden kriegen, den wir brauchen? Oder sollen wir nach Denica rüberschlenzeln? Also, erstmal nehmen wir Handelsgüter mit. Wir wollen handeln. Wir brauchen Geld. Ah, halt, halt, halt. Hier, das Geld, gell? Anni hat's ja gesagt. Yo. Tatsache, aber warum sieht man die nicht hier, die Münzen? H-I-J-K-L-M-O. Doch, sieht man. Wir haben Geld. Haha, wir sind reich. Wir sind reich. Was wollen wir verkaufen? Wir haben sehr viel, naja. Pass mal auf. 50 Kilo Leder. Oh, nee, können wir gar nicht machen. So, 80 Leder nehmen wir mit. Haben wir sonst noch andere schöne Handelsgüter? Oh, wobei, die werden ja eh gehandelt. Die sollen auch gehandelt werden, ohne dass ich das mache. Wie sieht es denn sonst so aus? Boah, wir haben voll viel Federn, aber die werden auch gehandelt. Also im Endeffekt wird ja eigentlich fast alles gehandelt, ja? Das heißt, wir... Oh, wir haben doch auch... Haben wir diesen Stallknechten abgeheuert? Abgeheuert ist auch gut. Haben wir den Stallknecht abgeheuert? Warte mal. Weinflasche. Pass mal auf. Die sind ja auch was wert. Was können wir denn noch tragen? Wir können 30 Kilo knapp. Werden die hergestellt? Töpfern wir gerade Weinflaschen? Ich weiß schon, ich habe gar keinen Überblick mehr über das, was wir produzieren. Und diese beschissenen Wurfsteine, jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt verkaufe ich mal selber ein paar davon. Boah, vergiss es. Okay. Ey, ganz mal ohne Mist. Ich glaube, jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube, das war Denica, weil wir sind doch so verschiedene Wege zurückgegangen, um noch zu gucken, dass wir die Dings finden, die Schubkarren. Das war garantiert Denica gewesen. Wir rennen mal schnell hin. Ohne vorher zu safen und sowas. Das ist Action, Leute. Das ist pure Action. Und wir werden schon mal hingehen. Hallo? Spann das gute Ding mal. Weil es könnten Gefahren auf uns lauern. Ja, und wir haben immer noch nicht produziert, dass wir Dings haben. Was sage ich? Dass wir... Ihr wisst Bescheid, dass wir Dings haben, halt. Dings, Dings, Bums. Und rings die Bums. Also, was wollten wir denn skillen? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß nicht, was ich eben gerade meinte. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, diese Elche sind anders als die Hirsche, gell? Das da vorne ist ein... Das sind Rehe und das ist ein Hirsch. Und das heißt, so ein Elch... Haben wir noch nie erlegt. Wir haben noch nie so einen Elch erlegt. Wollen wir das? Also auf jeden Fall nicht jetzt. Ich habe noch die Hoffnung, dass wir hier in der Pampa jemanden finden. Beziehungsweise mal wieder so eine Truhe oder so. Dass man auch in der Pampa mal was rumlegt. Das ist gefährlich auf jeden Fall. Wir sind überhaupt noch nicht so weit weg vom Dorf und sagen, als dass es gefährlich ist. Aber hier unten, ich erinnere euch mal dran. Ja, natürlich, das muss eigentlich da auf dem Weg nach Denica gewesen sein, weil das war das Banditenlager, das da unten auf der rechten Seite war. Jetzt gerade eben sehe ich es nicht. Aber das war da. Das Interessante ist eigentlich,
Werden diese Lager, die verschwinden doch, oder? Werden die wieder, auch schon richtig schön hier, werden die wieder abgeschlagen? Das würde aber bedeuten, dass die Lager abgebaut werden. Was ist das denn? Man macht doch irgendwie, oh, ich nuckel ein bisschen am Boden. Das heißt, hier ist, das würde bedeuten, das Lager, da ist es doch. Okay, die sind nach wie vor tot. Okay, ja gut, dann war das aber auch hier gewesen. Ja. Naja, gut. Guck mal, die wärmen sich noch ein bisschen am Feuer. Brennholz. Da haben wir doch, ach genau, haben wir den. Ach du Scheiße. Ach, das ist ein Wildkätzchen. Ich habe eben gedacht, das wäre ein Hund von denen. Das sah für mich aus wie so ein Hund, der da sitzt. Aber das heißt, wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg. Und jetzt ist nur die Frage, ob die Person, die so viel konnte, die konnte ja wirklich richtig viel, ob die auch im Stall arbeiten kann. Weil wir brauchen ja auch dann jemanden für die Stallarbeit. Für den Pferdestall. Da. Ah, halt mal, Händler. Du bist Händler. How can I help you? Dagobert Duck. Whatever you need, I've got it. Ja, pass mal auf, Alter. Hier einmal. Wertvolle edelste Schuhe. Ich kann dir auch einen super Google mit Felsbesatz. Die neuesten Google. Es ist nicht Alta Vista oder sonstige Suchmaschinen. Ich habe dir richtig Google verkauft. So. Halt. Nächste Händler, bitte. Ist da noch einer dabei? Oh, ich sollte die Armbrust wegmachen. Hi, zwei Händlerinnen. Du bist Mathilda. Mathilda. The best products in town. Pass mal auf, Mathilda. Ich habe auch richtig geilen Scheiß. Guck mal, das Leder. Da kannst du richtig geile Leder-Sadomaso-Kleidung draus machen. Ist das nicht toll? So, Weidenkiste. Genau, die will ich aufheben unbedingt. Die ist auch voll. Die ist gar nicht mal teuer. Ach so. Ah, wisst ihr was? Bestimmt nur aus Weidenstöcken. Aha. So, Wurfsteine. Die brauchst du, um dich hier im Dorf zu verteidigen. Die sind nur 20 wert. Hier, Weinflaschen. 700 wert. Die hat noch voll die Kohle. Aber noch was zum Verkaufen. Pass mal auf, ich habe noch richtig geilen Scheiß. Hier Federn. Kannst dir ein schönes Daunenkissen draus machen. So, sonst der Rest ist nicht verkäuflich. Frag erst gar nicht danach. Ich werde es dir nicht geben. So, der hat einen coolen Namen gehabt, auf jeden Fall, der Typ. Wie hieß er? Achtung. Hieß er Kuzimir? Aber er 4-3er-Talente. Und, oh nein. 4-3er-Talente, ja. Aber er kann mit Tieren nicht umgehen. Sie kann das rechts. Pass mal auf. Lass nochmal kurz verschnaufen. Lass uns einfach nochmal kurz verschnaufen. Lass uns mal in uns gehen und überlegen, wie wir das machen können. Achtung, folgendes. Guck mal. Ja, die haben zwei Überschneidungen. Die sind auf jeden Fall diplomatisch beide. Bergbau sind sie beide nicht so gut. Sie kann gut, jetzt mal ohne Scheiß. Wir haben aber schon jemanden, der so heißt wie sie, oder? Zygmunta? Wollen wir doch gleich mal drauf achten. Zygmunta, haben wir sowas schon? Wir haben eine Siegmunter, oder? Wir haben doch niemanden mit Z. Wir haben doch keine Z. Also ganz ehrlich, die sind beide gut. Ja, komm, jetzt ohne Mist. Hier, warum bist du alt aus der Puste? Sehr schlimm. Ess noch ein bisschen vergammeltes Fleisch. Das bringt dich wieder auf Touren. Also, wir werden beide anheuern. Passt, überlegt euch doch mal diese romantische Geschichte. Am Lagerfeuer hat's begonnen. Am Lagerfeuer hat's begonnen, am Lagerfeuer wird es enden. Du nicht. Wobei King da ist, auch geil, ist voll der King. Also, ich würde sagen, Kasimir und Zygmunta, wir werden euch beide holen. Aber, jetzt müssen wir überlegen, wer wird denn was machen? Also sie auf jeden Fall für den, weil jagen kann er, weil, pass mal auf, bleib mal hier. How can I help you? Hast du etwas Interessantes gehört? Erstmal so ein bisschen, das ist jetzt der taktische Smalltalk. Hornika, du solltest dorthin gehen. Angeblich gibt es dort jemanden, der dann... Dass die schon mit sowas ankommt. Noch nicht mal im Dorf bei uns. Ich habe eine neue Siedlung. Klingt wie das, was ich gesucht habe. Großartig. Tschüss. So. Ohne Haus fühlst du dich nicht wohl. Zufriedenheit ist nicht gewährleistet. So, pass auf. Und zwar, wo ist der neue Stall? Und dann holen wir uns ein Pferd, Leute. Dann holen wir uns ein Pferd. Jawohl.
Bitteschön, herzlich willkommen im Dorf. Tierzüchter, kein Essen, kein Wasser, kein Holz, alles, gar kein Problem. Kriegst du alles. So, jetzt ist aber die Frage, was machen wir mit ihm? Was kann er denn? Er ist ein Diplomat, er ist auch ein guter Schmied, er ist auch ein guter Fischfänger. Sollen wir ihn erstmal temporär... Haben wir unseren Stallknecht noch? Wir haben keinen Stallknecht mehr, gell? Doch, wir haben Scheunenknecht. Wir haben zwei Standbesitzer. Der ist halt echt krass hier, ey. Ohne Mr. Gavasi. Der alte Händler, wenn wir den losschicken, der wird uns jeden Deal einfädeln. So, ich muss mal überlegen, was machen wir? Oh, die Folge ist schon zu lang. Die Folge ist zu lang. Wir starten... Nee, ich wollte eigentlich, wenn wir zurückgekommen sind, starten. Passt mal auf, wir machen Folgendes. Er ist hier erstmal unzufrieden. Hier, pass mal auf. Warte mal, war ein Fischer? Er ist doch auch ein guter Fischer. Oder Jäger. Jäger oder Fischer? Pass mal auf. Bergarbeiter. Könnte der auch diese Häuser reparieren? Was für eine Rubrik zählt denn das? Das ist die Reparatur. Pass mal auf, wir holen ihn erstmal, ohne ihm einen Job zu geben. Erstmal fragen wir es bei ihm. Hornika, du solltest dorthin gehen. Ach, jetzt erzählen wir doch nichts, Mann. Okay, großartig, wir sehen uns dort. Pass mal auf. Du kriegst ein Haus, aber noch keinen Job. Da werden wir in der nächsten Folge für sorgen, dass du diese Reparaturbude kriegst. Das wird geil. Zieh schon mal ein. Dann solltest du zumindest... Ja, sein Haus hat er und so. Das passt. Also Leute, hier, macht schon direkt Stress hier. Voll Pam auf den Fuß latschen. Immer ein großer Schritt für Bogi, ein kleiner für die Menschheit. Ich will diesen Korb haben. Oh, das war stehlen. Naja, gut. Also, wenn es schon so anfängt, wie willst du dann bei mir arbeiten, Kasimir? Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke, vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Lasst ein Like da, meine Freunde. Bis demnächst. Ciao.